Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zumindest wenn alles klappt. Ich habe heute mal sturmfrei und sitze gerade mal vor der PlayStation, weil ich endlich mal alle To-Dos abgehakt habe und dachte mir, da ich gerade eh so im Kartenfieber bin, zockst du mal ein paar Runden Yu-Gi-Oh! Mit einem selbstgebauten Deck, das ich euch ganz kurz zeige. Ich gehe mal langsam durch. Und ja, ich habe jetzt einfach mal die Konsole auf Party teilen und Headset aufnehmen gestellt. Das heißt, im Idealfall kann ich jetzt gleich einfach den Mitschnitt meiner Folge schön sharen und auf YouTube hochladen. Ich habe momentan nämlich leider einfach wirklich nicht die Zeit, da große Bearbeitungen zu machen und so weiter. Aber so einen netten Mitschnitt nebenbei, warum nicht? Und ihr werdet schon gesehen haben, das Deck ist wirklich auf klassisches All-in-Zerstören eingestellt, angelegt. Und ich werde jetzt einfach mal hier bei Yu-Gi-Oh! GX die nächsten Duelle machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und eben statt den Hauptdecks mit meinem spielen. Ganz entspannt also. Skip. User Deck, das da. Kann auch sein, dass ich das Video nicht hochladen kann. Ich muss mal gucken, wie das am Ende mit dem Abstimmen passt bei der Lautstärke. So, nicht die schlechteste Starthand, die wir haben können. Okidok. Dann wagen wir es doch direkt mal. Ich glaube, das Schwert kann ich nur an Krieger legen, genau. Und das ist kein Krieger. Ist das hier ein Krieger? Das ist eine Pflanze. Okidok, dann greifen wir mal ganz klassisch an. Gut, will ich noch irgendwas ausspielen? Ich glaube nicht. Ende. Oh oh. If this gets destroyed, well, you can place a face up as well. Okay. Ist mir zu viel Text. Jawohl. So, der liegt jetzt auch da, okay. Den kann ich momentan noch nicht zerstören. Ich könnte jetzt prinzipiell das machen, aber vielleicht nächste Runde. Moment. Okay. Ich verstehe jetzt nicht genau diesen Effekt, warum die jetzt in die... Okay. Perfekt. Das hier nehmen wir auf jeden Fall. Wir spielen vorher den hier in Verteidigung. Den kriegst du, weil du stärker bist. Und dann brechen wir jetzt erstmal hier die Verteidigung. Adios. Und im besten Fall die auch noch. Jawohl. Okay. Also ich glaube, das ist alles darauf angelegt, dass die ganzen Kristallmonster plötzlich hier auftauchen durch den Effekt. Deswegen ist es ganz gut, dass wir Dark Hole noch in der Hand haben. Und da würde ich sagen, reicht es das für diesen Zug. Okay, das hat mich jetzt überrascht. What the hell? Könnt ihr jetzt noch angreifen? Na dann, wir warten mal eine halbe Stunde. Falls wir den Kampf überleben, haben wir eigentlich ganz gute Karten. Alter Schwede, das ist keine schlechte Kombo. Gut.
machen wir erstmal das Naheliegende. Ach, okay, die werden also nicht hier zerstört, auch wenn es Kreaturen sind. Ich glaube, ich habe verloren. Wenn er jetzt nochmal so einen Effekt hat, bin ich weg. Ach, ich kann die auch zurückholen, der ist ja lustig. Nö, wir wollen den hier. Und wir wollen den hier. Und dann greifen beide an. Ah, das ist so ein schöner Effekt, ey. 500 Leben. Holy shit! Jetzt kriege ich auch noch Nachrichten, oh mein Gott. Ah, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Wir wollen den hier. Reicht das schon aus, um den Platz zu machen? Wir machen 400... 1900, 2900 würde reichen. Aber weil ich Overkill gerne habe, tschüss. Tschüss. Und danke fürs Gespräch. Wuhu. Da habe ich jetzt fast nicht mehr mit gerechnet. Nice Duel. Ja, ich weiß, dankeschön. So, was gibt's hier Schönes? Juhu. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins. Skip. Und danach können wir noch ein paar Booster aufmachen. Und dann gucke ich mal, ob das überhaupt was bringt hier mit dem Labern und Aufnehmen. Oder ob... der Ton irgendwie scheiße abgemischt ist und die Musik zu laut ist oder sonst was. Weil bringt ja nichts, wenn ich mir hier den Mund vorsichtig laber und ihr versteht mich gar nicht. Und sorry, dass der Ton so stumpf ist, aber ich kann halt jetzt aktuell nur mein Headset-Mikro benutzen und es ist jetzt nicht das allerbeste, was es auf der Welt jemals gab, also vergebt mir. Okay. Erstmal Topf der Gier. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Die ist sie nicht ständig überall gebannt? Habe ich das irgendwie richtig im Kopf? Gut. Warte mal. Das sind 300. Wären 1500 plus 4, 1900. Der zählt doch für sich selbst, oder? Zählt er für sich selbst? Bitte zähl für dich selbst. Ja! Achso, sorry. Und auf Wiedersehen. Falls jetzt einer fragt, was ist denn hier mit Synchro-Monstern und Empfänger und Gedöns? Also ungelogen, ich kenne die nicht. Ich habe auch schon mal irgendwann ein Yu-Gi-Oh-Video hochgeladen, ich glaube noch auf Kürbis-Clan, wo ich dann auch gefragt wurde, ey, wieso nimmst du denn keine Synchro-Beschwörung und so weiter und so fort. Und ich habe dann halt so gedacht, naja, würde ich gerne. Wollen wir denn? Nee. Würde ich gerne. Aber ich bin mit Yu-Gi-Oh! GX komplett ausgestiegen aus dem Yu-Gi-Oh! Spielen und deswegen weiß ich nichts über... Okay. Ja, ist okay. Jedenfalls kenne ich diese ganzen Synchros und wie das alles heißt. Wie heißt denn das andere? Ach, ich hab's vergessen, sorry. Aber jedenfalls kenne ich diese ganzen Dinger nicht mehr. Ich habe mir jetzt inzwischen mal ein YouTube-Video angeguckt, wo das so grob erklärt wird, aber ich stecke da einfach nicht tief genug drin und verstehe es auch nicht gut genug und jada, jada, jada. Also das interessiert mich dann eigentlich auch nicht.
Deswegen habe ich auch hier im Karrieremodus tatsächlich nur die Yu-Gi-Oh! Kampagne und die GX-Kampagne gespielt. Soll ich jetzt noch jemanden aufpimpen? Wäre das schon ein Finisher? Nee, 4000 plus, was ist das? 5000, 4500? Reicht noch nicht. Was habe ich hier noch? Nee. Nee. Dann kommst du jetzt weg. Und zwei direkte Angriffe und die nächste Runde war es dann eventuell schon. Jo, ist okay. Hat ja keinen Wert. Okay, dann machen wir wieder einen Overkill. Wir hatten gerade den höchsten Schaden, du? Nö. Warte, kann ich ihn irgendwie... Nee, schade. Okay, dann... Danke fürs Gespräch. Wollen wir noch eins machen? Komm, wir machen noch eins schnell. Ja, danke, danke, danke. Einer geht noch, würde ich sagen. Ah, er will Erster sein, das ist sehr gut. Ich bin nämlich lieber Zweiter. Dann kann ich nämlich auch direkt angreifen. Und kann noch eine Karte ziehen und kann auch ein bisschen eher auf das reagieren, was mein Gegner tut. Okay, was passiert hier? Okay. Oh, wow. 300, der hätte eigentlich 1900 dann. Kann ich da irgendwas tun? Nee, kann ich nicht. Das bedeutet... Das bedeutet, wir benutzen die trotzdem und opfern jetzt erstmal als Verteidiger ihn hier. Die spiele ich schon mal aus, auch wenn ich den nicht für den Axträuber benutzen möchte. Okay, dann kriegen wir jetzt erstmal einen eingeschränkt. Wenn jetzt noch ein anderes Monster spielt, auf jeden Fall auch direkten Schaden, jawohl. Das heißt, 1500 sind weg. Nö. Ich kann halt auch... Ich habe dann nichts, was lang genug lebt, um ihn hier... Doch. Oh. Oh, warte. Alles hat sich geändert. Has the lowest attack. Alles klar. Dann machen wir es doch so. Ich hätte jetzt auch den Effekt hier aktivieren können. Aber will ich das oder will ich mit dem noch aufheben? So geil ist der jetzt auch nicht. Ja, wo bin ich denn? Mit 1700. Nee. Wisst ihr was? Wir machen das so. Wieso hat der jetzt... Oh nein. Oh nein. Ich habe es nicht gelesen. Wirklich. Dann hätte ich als erstes die hier ausgespielt. Ach, fuck, Dude. So, und jetzt dürfte der andere wieder 1500. Oh, das gilt auch für meine, oder wie? Ui. Na, ist okay. Jetzt habe ich aber trotzdem noch ein Monster Leben.
man kann ihm zumindest ein bisschen was entgegenhalten. Und jetzt sogar noch. Das kam jetzt aber im allerletzten Moment. Ich liebe ja diese Karte, die hat so ein geiles Design. Und jetzt ist er wieder schwächer, weil... Ah, natürlich, weil ich den geopfert... Ey, manchmal wirklich stehst du so auf dem Schlauch bei diesen Regeln, dabei liegt es echt auf der Hand. Jetzt ist meiner natürlich auch wieder schwächer geworden, aber das ist nicht schlimm. 2000 Angriffspunkte sind trotzdem eine Bank, selbst wenn der Gegner keine mehr hätte. Oh nein. Ja, ich würde sagen, wir haben gleich verloren. Ja, machen wir. Jetzt ist es wichtig, was ich ziehe. Nein! Okay. Jetzt wird's ätzend, jetzt können wir nur noch abwehren. Was war das? What the fuck? Ja, okay. Wir haben verloren. Doch. Direkt noch einmal. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich finde aber auch diesen Dino, den er hatte, diesen, ich habe schon vergessen, wie der heißt, Gyron Tyranno, der ist so fucking krass. Mhm. Okay, der 500 plus 17.200, nee, das bringt nichts. Wie viel hat der jetzt? 14. So, okay. Wenn ich noch eine zweite Equipment-Karte ziehe, dann geht der Benkai richtig ab hier. Der kann nämlich jedes Mal, wenn ich eine Ausrüstung, also für jede Ausrüstung, die er hat, noch einmal mehr angreifen. Und mit jeder Ausrüstung mit, natürlich auch stärker. Aber das Glück haben wir leider nicht. Wollen wir darauf setzen, dass das hier eine Zauberkarte ist? Wieder eine von seinen komischen Beschwörungskarten? Wobei, wir können natürlich auch die einfach benutzen. Die gilt ja für beides. Ja. Die hier. So, bringt uns der Judgment irgendwas? Wollen wir den benutzen? Ich würde sagen, ja. Oder wollen wir ein zweites und beides zerstören, dass er nichts opfern kann? Das ist vielleicht kurzfristig jetzt erstmal die bessere Lösung. Es sei denn, hat jetzt wieder so ein 2000 Verteidigungsvogel da. Nee. Nee. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Das ist bestimmt gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt hier so ein bisschen Board-Clear haben. Und im Notfall, wenn der was Starkes spielt, kann ich den hier noch als Tribut beschwören und kann ihm noch 700 geben. Dann hat er 2900. Es ist eigentlich auch eine ganz gute Bank. Jetzt hat er außerdem... Ha! Okay. 1800, 3650, 4150... Nee, selbst mit Doppeltangriff reicht das noch nicht. Dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt mal die kurze Atempause. Bang. Und dann marschieren wir einmal durch. Und verschaffen uns auf jeden Fall schon mal Lebenspunkte Vorsprung. Den wir eventuell noch sehr gut gebrauchen können, wenn das wieder so läuft wie beim letzten Mal. Oder wir gewinnen die nächste Runde, je nachdem, was er jetzt ins Spiel bringt. Okay. Da hat er jetzt nur Crap gezogen. So kann es halt auch laufen. Aber jetzt nutzen wir mal hier den Benkai, weil ich den wirklich cool finde.
So, der hat jetzt 1200 und darf zweimal angreifen. Oh, das ist schon wirklich cool. Also es ist eine Fähigkeit, die mir echt gefällt. Danke fürs Gespräch. Wunderbar. Damit haben wir dann doch noch gesiegt. Gucken uns an, was wir hier schönes Geschenk kriegen dafür. Oh. Ultimate Tyranno. Ja, ne, wir wollen nicht tryen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir noch zwei, drei Booster. Ne, da ist jetzt nichts dabei, was ich so spontan für mein Deck haben möchte. Wird das Card ist Normal Summon, choose one level. Nö. Was holen wir uns denn noch? Holen wir uns doch nochmal Grandpa Muto. Oh yes. Nochmal der. Der ist so gut. Wenn ihr den habt, in der Kombination mit, wie heißt es denn? Leuchtende Schwerter, verbergende Schwerter? Ich weiß es gerade nicht. Die quasi dafür sorgen, dass der Gegner drei Runden nicht angreifen kann. Dann könnt ihr mit dem quasi mehrfach die Lebenspunkte direkt angreifen. Und er kriegt jedes Mal 1000 Angriffspunkte dazu. Und schon nach zweimal hat er 2100, was schon krass ist. Wenn ihr es dreimal durchkriegt, 3100. Und ab dann ist er praktisch, außer durch irgendwelche Effekte, nicht mehr aufhaltbar. Wenn man deckt hier Graveyard. Okay, das ist halt nur, wenn du irgendwas beschwören willst. Und die hier ist halt auch super, die Ritterin da. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir noch eine Yugi-Karte. Der ist auch nicht schlecht, weil der hat, glaube ich, einen der höchsten Base-Damages, ohne durch irgendwelche Effekte dann geschwächt zu werden, für ein Level 4er. Weil es gibt ja noch diesen Goblin-Angriffstrupp, der hat, glaube ich, 2000 oder 2400 oder sowas. Aber jedes Mal, wenn ihr mit dem angreift, verliert der Angriffspunkte. Und der hier ist mit 1900 schon verdammt stark. Okay, dann soll es aber jetzt für die Aufnahme gewesen sein. Ich höre mir das Ganze jetzt mal an, ob man das hochladen kann oder nicht. Und falls ja, lade ich euch direkt auch hoch. Falls nicht, dann, tja, schade drum. Aber falls ihr das bis hierhin gehört habt und gesehen habt, danke fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch, bis demnächst. Ciao.